sind wir jetzt? Natürlich im Müllhaufen. Oh, das Auto. Und das sind Bienennester. Wespennester. Wie eine Made. Das Auto liegt wahrscheinlich schon viele Jahre hier drin. Wo sind wir gerade drin gewesen? In so einem... Keine Ahnung. Was ist denn das? Das ist ein Schalter? Und so ein Hochdruckbehälter, wa? Mal allzu schnell wird das Level jetzt nicht aufhören. Dann suche ich mal einen Speicherpunkt. Ich hoffe mal, dass ich hier oben einen Speicherpunkt finde. Komm her! Dass ich mal eine Aufnahmepause machen kann. Da komme ich nicht rein. Gut, dann... Kommen wir da drüben hin? Wie kommen wir da drüben hin? Da drüben kommen wir irgendwie jetzt so gar nicht hin. Gut. Komm her! Hey, ich hab doch... Die maximale Gesundheit wurde erhöht. Yeah! Hallo, Herr Speicherpunkt. Ah! Nee, erst noch die Male und dann... So, dann denke ich mal, mache ich mal eine Aufnahmepause. Was heißt, ich denke, ich mache das auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich hier weiterlaufe. Und... ja. Das Auto inspiziere. Ob da noch Menschen drin sind? Die tödlich verunglückt sind und nie gefunden wurden? Wer weiß. Jedenfalls finden wir das auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme wieder heraus. Und mal sehen, was uns noch erwartet. Also, bis dann, Leute. Ciao. Und hallihallo zu einer weiteren Aufnahme mit Deadly Creatures. Yeah. Wir sind wieder hier am Auto. Das wir nun erkunden müssen. Das werden wir auch tun. Denn im Übrigen, es wird eine ganze Weile dauern, dass wir dieses Level hinter uns haben. Ja, nur so zur Info. Wir werden das ganze Auto durchsuchen müssen. Und das wird sich hinziehen. Deshalb werde ich jetzt nicht warten und einfach drauf loslaufen. Und da höre ich schon wieder eine Kellerasse. Nein! Ah! Bist du schon wieder so eine... Los, fress! Ah, da oben war was. Wer fand hier das? Das ist das... Ja, da hat es gerade draußen geknallt. Das ist das größte Level, das im Spiel hier gibt. Also insgesamt kann man hier 103 Mann, 104 Mann sammeln oder finden. Und das wird sich ein bisschen hinziehen, bis wir das durch haben. Aber wir wollen ja immerhin eine Menge freischalten im Spiel. Dann müssen wir das leider machen. Haha. Okay, ich gucke jetzt mal, wo ich hier weiter kann. Ich muss hier hoch, wa? Ah. Ah, nein. Und...
Ein Ladevorgang, schon wieder. Haha. Wir kletterten das Auto hinauf. Und sahen die Bienennester da hinten. Und da ist eine Made. Oh ja. Ziemlich kaputt. Da ist ein Straßenschild. Wo ist die Straße? Es ist doch ein Schild, wa? Ja, eigentlich schon. Naja. Ziemlich hässlich. Oh Gott. Hässliche Fellen. Die greifen mich gleich an. Wow. Na warte, komm her! Mal hier auf der Ebenenfläche. Ich finde das blöd, ich kann den nicht angreifen. Geht nicht. Ah, fuck. Komm her! Mann! Das ist ein bisschen blöd, dass man die nicht so von der Luft holen kann. Ah, verdammte Scheiße! Komm! Hier rüber! Folgt mir! Meine Sklaven! Ah, fuck! Irgendwie, weg hier. Oh. Ja. Oh nein. Das sah jetzt gerade nicht gut aus. Das sah jetzt gerade gar nicht gut aus. Da ist eine Menge drinne. Ich hab ja gesagt, uns wird hier eine Menge erwarten. So, wir müssen mal gucken, wo fange ich denn am besten zuerst an? Gehen wir hier runter. Kann ich hier? Da. So, nee, falsch. Warm am Anfang, ja. Gut, hier ist jetzt auch nichts mehr. Na, mal schauen, das ist nämlich ganz schön unübersichtlich da drin. 1, 2. Was das hier für Körbe oder irgendwas hier sein soll. Und so eine das wohl ist. Kommen wir irgendwie weiter hier? Nö. Geht nicht. Gut, dann wieder hier rum. Da hoch. Ich gehe mal weiter nach vorne, mal sehen, was da ist. Da eine Leiche liegt. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Aber. Oh, hier. Ist es hier noch so? Und wie gar nichts. Okay. Inner. Schlecht mir. Eine Spinne. Nein, auweia.
Weiß nicht, ob ich jetzt alles finde auch hier drinne. Da sehen wir schon die Spinnennetz überall. Mit für uns da hinten ist eine Made. Fange ich dann an? Ich kann da anfangen. Und dann hier hoch und jetzt sind wir über Kopf. So, nicht die Orientierung verlieren. Da drüben ist eine Made, da kommen wir rüber. Da ist ein Netz gewesen. Da. Okay, jetzt sind wir wieder. Ich möchte mal gucken, von wo wir gerade kamen, aber warte mal. Von da drüben irgendwie da, von da kamen wir irgendwie so. Hier kann ich nicht weiter, muss ich also da ran, wa? Da ist ein Mann, ich will zu dem Mann. Hier ist einer. Kann ich jetzt. Kann ich irgendwie nicht rüber und ich höre irgendwie Schritte, das, die mache ich gerade nicht. Ah, jetzt kann ich nicht rüber. Jetzt geht's. Aha. Hilfe. So. Völlig die Orientierung von. Ah, da ist ein Spinn. Sind wir noch im Auto? Nein. Wir sind jetzt außerhalb. Oder? Sind wir. Sag mal. Nee. Oh nein, die weiße wieder. Warte, C. A. Wieder der Müll hier überall. Spinnennetz, wo kommen wir jetzt hier hin? Mal schauen. Da hinten. Okay, das ist das Einzige. Was nun? Oh. Oh, wo sind wir hier nur? Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, es ist der reguläre Weg, wo ich weiter muss. Aber im Auto war da noch mehr oder kommen wir da später erst hin? Ich weiß es nicht. Warte mal. Wo kann ich jetzt lang? Von da ist ein Netz, hier oben ist ein. Ah, hier war ich. Achso, okay. Wofür ist denn das Netz dann? Das ist doch ein Spiegel hier, oder? Oder ist es so eine Plastiktüte oder irgendwas? Ja. Suchten irgendwie einen Weg zu finden, durch diesen ganzen Müll hier zu laufen. Es war schwierig. Wir sahen uns überall um und Mann und Spinnnetz, an dem wir uns fortbewegen konnten. Thank you.
sprang umher wie Spider-Man. Kann ich hier? Nein, geht nicht. Schade. Wo ist denn mal das Auto? Jetzt möchte ich mal einen Überblick hier verschaffen. Wo sind wir denn? Das Auto, wo ist denn das? Das ist ein Müllberg hier überall. Da hinten alles voll. Oh, das ist ein. Ist das so ein kompletter Kinderwagen oder ist das nur so eine Wiege oder irgendwie so? Ach da. Da links. Da. Nee, nur so ein Korb irgendwie. Oh ja, okay. Oh Mann. Das Auto sehen wir von hier aus nicht mehr. Mann, ich denke, das ist der reguläre Weg, Mann. Oh Gott. Da war noch so viel im Auto, da kann. Soll ich jetzt zurück irgendwie oder riskieren fortzufahren?